der Wüste gibt es Leben. Wer dort überleben möchte, muss mit klirrender Kälte und extremer Hitze zurechtkommen. Ein echtes Kunststück. Mitten in den Bergen der Wüste Negev liegt die Oase Engedi. Eine Mischung aus Wasser und Hitze führt mitten in der Wüste zu einer wundersamen Artenvielfalt. Pflanzen und Tiere haben sich an die extremen Lebensbedingungen angepasst. Sie können große Sonneneinstrahlung, extreme Temperaturunterschiede und lange Trockenheit überleben. Oasen sind die grünen Inseln des Lebens in der Wüste, weil hier genügend Wasser für Mensch und Tier vorhanden ist. Die Existenz der Oase Engedi ist auf Wasservorkommen am Gebirgsrand zurückzuführen. Der Wasservorrat wird durch natürliche Quellen gespeist. Menschen und Tiere können nur dort überleben, wo es genügend Wasser gibt. Am Gebirgsfuß tritt das Wasser in Form von Quellen natürlich an die Erdoberfläche. Diese Quellen werden von gelegentlichen Regenfällen im Gebirge gespeist. Früher reiste man mühselig von Oase zu Oase. Durch den Bau von Straßen sind Oasen heutzutage eine Touristenattraktion. Die ursprünglichen Einwohner haben die Oasen verlassen, um bessere Jobs in großen Städten zu finden. Durch die Touristen ist der Wasserbedarf deutlich gestiegen. Das kostbare Wasser wird in langen Leitungen in der Oase verteilt. Die wichtigste Pflanze in Oasen sind die Dattelpalmen. Sie wachsen in sehr heißen Gegenden mit viel Wasser. Die Früchte werden gegessen, die Blätter werden für Körbe und Baumaterial genutzt und außerdem geben sie anderen Pflanzen Schatten. Mit einer Lizenz dürfen Sie diesen Film samt Unterrichtsmaterial im Unterricht benutzen. Weitere Informationen finden Sie auf www.schlaumeiertv.de.